noch. Und ansonsten, die bringen hier noch die Futterbestände an. Ja, ne? Warte, die verderben. Doch, die verderben, verdammt. Eine schöne Futter. Dann hole ich dich erstmal hier von den Fischen weg. Du machst hier den anderen. So, das hätten wir dann schon mal so weit. Also Leichen müssen wir dann erstmal zuerst aufbrauchen, bevor man Fische erntet und so. Ach, um Truhen zu öffnen, brauche ich ja Worker. Schon wieder fast vergessen. Hier ist nochmal Mineralien. So, das heißt, wir gehen jetzt als nächstes nach oben. Hier Mineralien abbauen. Wie viel gibt ihr denn? 300, lol. Der gibt über die normale Anzeige hinaus Nahrung. Das ist natürlich sehr, sehr schick. Eigentlich unglaublich, dass so ein Teil 300 Nahrung gibt, und das könnte ja quasi noch mal mehrere dieser Kampfverbände ausbilden hier. Was wir jetzt auch natürlich tun werden. Was mich jetzt nur ein bisschen verwundert ist, dass wir halt jetzt fast gar nichts haben. Und ich dachte, wir könnten die hier die Königin. Ach nee, wir können. Ich bin blind. Gehen wir das. Was für ein Buff gibt das? Health, Defense. Deflect Damage when hit. Ja, das wird ausgetauscht. Aber ich denke mal, das hier ist besser als hier das hier. Weil man hat nur 10% Angriff auszuweichen. Das heißt, die weicht jeden 10. Angriff ungefähr aus. Da ist es wesentlich besser, wenn man, wenn die von jedem Angriff 2 Angriffe auf den Gegner zurückwirft. Was ist das hier? Ein Schild? Was macht der? Ja, Block Damage. Gut, dann hätten wir das schon mal. Ja, ihr seid jetzt alle noch ziemlich Level 1, ne? Dann gehen wir noch mal kurz aufheilen. Also ich meine, so Geheimnis... Die Hintergrundmusik ist vielleicht noch ein kleines bisschen bedürftig. Ich meine, ich weiß jetzt nicht mehr, ob jedes Level ihre eigene hatte. Kein Plan einfach mehr. Aber... Ja. Ich meine, wenn man jetzt so ein bisschen länger jetzt hier so drauf arbeitet und so... Dann ist es jetzt nicht so besonders. Also ich denke mal, da könnte man noch was ausbauen. Wie viel Angriff haben die denn? 4, ne? Squad Attack, Squad Defense. Und die Nahkämpfer.
haben 7 Angriff. Aber ich muss sagen, ist jetzt natürlich so ein bisschen schwarmangriffhaft, sag ich mal, mit der KI-Führung. Aber die KI-Wegfindung war ist ja bis jetzt ziemlich okay. Haben jetzt auch irgendwie keine Probleme, wenn sich hier die Squad-Teile so unterschiedlich haben und alles. So. Jetzt sind wir schon bald voll. Ich bilde noch ein bisschen mehr aus, aber wir können schon mal hier hochgehen, ein bisschen hier freiräumen. Wichtig ist ja, alle Items mitzunehmen, die man finden kann. Weil wenn man sie nicht gebrauchen kann, kann man sie immer noch in DNA umwandeln. Das ist ja wiederum sehr, sehr wichtig. So, hier ist wieder eine Truhe für einen Worker zum Öffnen. Ich finde es ein bisschen blöd, dass man wirklich einen Arbeiter erstmal hinterbringen muss und dann die Sache zu machen. Aber zum Glück kann man sich das hier einfach machen. Ich denke mal, der Arbeiter zählt jetzt zwar noch zur Bevölkerung, aber ich habe jetzt noch nicht darauf geachtet, aber ich glaube, der verbraucht dann keine Nahrung, wenn die den einfach aus dem Boden ruft, ne? So, hier hinten. Ist hier noch irgendwas versteckt? Sieht nicht so aus. Nur ein bisschen Nahrung. Waren hier nicht mehr Gegner? Ich habe jetzt ein bisschen Warhammer gespielt und natürlich erinnert mich hier diese, sage ich mal, Lizardman schon ein bisschen an die Lizardman von Warhammer. Vor allem wegen der Baukultur, das leichte Ähnlichkeiten aufweist. Gar nichts. Kann ich hier oben drauf? Nö. Nö. Na gut, dann gehen wir jetzt wieder zum Eingang. Und was ist hier unten? Seid ihr unten fertig? Du bist fertig, ne? Dann kannst du hier unten nochmal hier kurz die Truhe öffnen. Uns das Zeug holen. Was haben wir denn jetzt hier alles Schickes bekommen? Oh, schick. Das gibt 100 DNA. Das ist fantastisch. Und scheint auch nichts anderes zu machen. Also es ist nur dafür da. Aha. Was ist denn jetzt? Was ist... Ah. Okay, ich dachte jetzt schon. Falsche Maustaste einfach nur benutzt. Okay. Ja, ich denke mal, wir behalten jetzt einfach erstmal die Sachen. Du kannst dann fischen gehen und wir sammeln uns einfach hier weiter Nahrung an. Natürlich machen wir erstmal unsere Truppenstärke auf voll, bevor wir da irgendwo reingehen. Also ich meine, klar, wir gehen vorher schon irgendwie rein, aber wir können ja den Worker hier oben benutzen, um die Fallen zu deaktivieren oder aufzudecken.
Klingt nicht so gut. Untote. Viele Untote. Dann mache ich doch erstmal meine Armee voll und dann habe ich weniger Verluste, weil die Untote gleichzeitig mehr Schaden bekommen. Aber irgendwie komisch, ne? Also ich bin ja schon wegen der Story noch gespannt. Ich meine, das hier ist ja alles Käfer und Hive und die eigentliche Story hat damit angefangen, dass die Menschen da ihre Heimat verloren haben und dann auf der Suche sind. Und auch irgendwie komisch ist, die hier wollen unbedingt an die Oberfläche. Und soweit wir das jetzt gesehen haben, ist die Oberfläche ja nur Wüste und sowas. Ja, natürlich, wir haben von dem Skelett Fleisch erhalten. Aber ich glaube, die lassen jetzt mehr Drops fallen, ne? Die Gegner. Weil vorher, da haben die noch nicht so viel fallen gelassen. King Aradesh. May the horrors of the past not be forgotten. Okay. Ja, stimmt, wir mussten so ein bisschen mit der Gegend interagieren. Okay, das sieht schon mal beunruhigend aus. Sieht doch aus wie dieses eine Meeresmonster, ne? Ja, was brauchen wir denn jetzt nochmal, um hier weiterzukommen? Ja, wir mussten draußen irgendwas raussuchen. Aber ich weiß jetzt nicht gerade. Okay, schaue zur Statue und die Bilder. It appears the fallen king found an object of great power by using it. He conquered the other species. In the end, his own followers buried him alive to end his reign of madness and to seal the artifact for good. This statue represents the guardian of the underworld, Darathul. It seems to be missing something. I can hear the relic's whispers. Inna nuketa parikitti kundina maaritti nuuriketa. Solve the puzzle and the traps
will deactivate. Das ist das erste Mal, dass der Worker dort nicht gestorben ist. Gehört er jetzt uns? Tatsache. Oder? Ach nee, der hat Schaden bekommen, aber ist noch ein... Was ist hier? Ja, okay. Ja gut, ich kann jetzt mit dem nichts machen. Der gehört zwar mir, aber es ist das erste Mal, dass in der Szene der nicht gestorben ist. Aber ich muss erstmal für heute hier Schluss machen und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Ciao.